Oh, Faisy. Der ist zu platt. Bell fliegt so voll durch die Lüfte. Einer, hast du das schon gesehen, das Spiel? Ist doch wieder was für dich. Horror, Horror, Horror. Wir gucken gleich. Ich gucke ganz kurz mal hier das neue Game hier. Wollte ich reingucken? Das soll neu sein. Ey, geil, man kann mit Controller direkt spielen. Warte mal. Ich werde aber gleich mal gucken, wenn ich dann gleich aufgehe. Wird sicher irgendwer da sein, der irgendwas Cooles spielt. Ihr wisst, ich werde euch nicht so pennen gehen lassen. Nein. Aber wir werden auf jeden Fall einen guten Ersatz suchen. Ist ja eigentlich eher so Faisys Job, das Game. Aber ich habe mir dann den Trailer reingezogen, hat mir echt gut gefallen. Lass uns mal wenigstens reingucken. Survival, das ist ja schon mal. Vielleicht jemand mit einer angenehmen Stimme zum Einschlafen. Das soll so Silent Hill-mäßig sein, aber aus der Ego-Perspektive. Damn, how far is this shithole? So. Das kommt Intro. Ich kann gemütlich was essen. Boah, ey, das lese ich jetzt aber nicht, Alter. Ich bin zu müde zum Lesen, sag ich euch ganz ehrlich. Das wird heute nichts mitlesen. Da ist doch irgendwas. Level 57 Maschine, Alter. Ey, das ist doch Ketterung, Mann. Verarschen? Steuerung. Guck mal, wenn ich es deaktiviere. Auch für akzeptieren. Jetzt geht's, okay. Was machen, ey, da kann ich jetzt einfach chillen. Hey, was klappt hier? Sie, willkommen zurück. Oh, Dirk, Alter, was geht ab?
Geil, Alter. Dann hoffe ich, close yet? Hast du dich schön erholt? Hey. It depends where you're headed, sir. Pine Harbor? In about a few Pine minutes. Pine Harbor? Oh, ich bin doch hier auch voll am Ölen, Alter. Mit dem Rechner und der Konsole und Alter, das ist so warm einfach. Ich auch was machen? Well, look, it's none of my business, but are you sure it's the right place you want to be? It's an abandoned place. No one lives there, as far as I know. Auch nur am Ölen hier, ne? So what happened? Some factory blew up. You know these fucking greedy corps messed up again. God, get them. Judge them. Ich fühle mich wie so ein klebriges Bonbon, Alter. Well, this is your place. Hope you find what you're looking for. God bless you. God bless you. Okay, Mann. Ich muss die Empfindlichkeit den Controller ein bisschen umstellen. Was mach ich denn da? Kann man so sehen? Voll falsch, Mann. Irgendwas ist. Ja, ich mach das ein bisschen zurück. Das ist auf jeden Fall zu empfindlich. Ja, das ist auch. Und wie gesagt, weil ich ja hier hinter diesem ganzen elektrischen Zeug sitze. Okay, durch diesen Nebel hat es natürlich wirklich diesen Silent Hill Flair, ne? Ah, wir gehen mal ein bisschen im Wald spazieren. Ja, aber ich glaube, das habe ich ein bisschen. Läuft das so schlecht, Alter? Was? Alter! Was hat das denn? Irgend so ein neues Horrorspiel, Alter. Was war das denn eben, Mann? Junge, hab ich mich verjagt, Alter. Scheißspiel, Alter. Das heißt Pine Harbor, das ist irgendein neues Horrorspiel. Digga, ich hab mich mal verjagt, Mann. A human? What? Wait, wait, it could be... Fuck! Hey, can you speak? Yes. Let me look at you. What? Joshua? You... No. You shouldn't be here. He can't be here. No, I know. Ich habe einen Controller fast weggeschmissen, Alter. Okay, fuck, we shouldn't be here. Fuck! Silence! I'll cut you loose. Don't do anything stupid. Dad, I got your letter. You got it. All right, get inside now. Damn.
Ja, sonst hat Fancy immer das Vergnügen, ne, mit solchen Games, Alter. Heute mich mal das Vergnügen. Auch gemütlich aus, ne? Er muss mir unbedingt verraten, wer sein Inneneinrichter ist. Ach komm, wir gehen uns mal den Keller angucken. Okay, wir gehen uns den Keller doch nicht ansehen. Listen and listen to me carefully. I did not send you any letters. Now go downstairs to the basement and lock the door. Don't open the door to anyone. I'll knock four times. Remember, four, not three, not five, four times. Do you understand? What the fuck is going on? There's no time for it. Just lock the fucking door. I'll tell you everything when it ends. What ends? The night, son. The night. So, fünfmal, ne? Oh, Digga, mit dem Kopf für ein mieser Sound, ey. Lauter machen. Alter, du Hundesohn, Alter. Junge, was, Mann? Wie passiert sowas, Alter? Ich denke, gleich kommt irgendwas die Treppe runter. Danke, Helena. Alter, als ob ich mich nicht schon genug erschreckt habe. Du hast mich einfach nochmal erwischt. Ich glaube, ich Bewegungsunschärfe ausmachen. Bildrauschen nervt. Deswegen hat's so. Aha. Vielleicht wird das Spiel ein bisschen besser aussehen. Good night, Bro. Schlaf gut. Schön, dass du reingeschaut hast. Hungry? Really? You were lucky tonight. Just one walking around. It happens. I'm working on an article here. Josh, the public must know the truth. That one that I shot yesterday is all about chemicals, mutations. It's everywhere. I'm trying to make a difference, and this fucking corporation is trying to set me up and make me weak by inviting my son. And that is why you must leave this place, Joshua. Damn, I haven't seen you for years. I can help.
But before you leave, I'd like to ask you a favor. A favor? I'm going to Kay Goods for supplies. A pair of hands and a little chat with my son will be useful. Okay, let's do it. Oh, ich sag dir mal, das hat mich jetzt schon zusammen erschreckt mit so ganz komischen Stellen, Alter, wo man sich wahrscheinlich gar nicht erschrecken sollte. So gut, ne? Spring. Hartes Dreieck. Bumpy road, huh? It was a good town, pretty good place. You know, I found peace here after your mom. Dad, I really don't want to hear your excuses. Okay, okay. Also auf jeden Fall der Vater von ihm. Ich hab grad, das wäre einfach so ein verrückter alter Mann, der irgendwo im Wald haust. Jetzt? So how is your family? Wie ist euer Vater? Divorced. Oh, sorry to hear that. So what kind of job are you doing here? Well, I try to do some public writing. Try to purchase people. Hat er nicht gesagt, die greifen nur nachts an die Viecher, Alter? Who are you? Kaya, preacher's daughter. You had a crash, remember? There was a thing. Next time, run it over. My dad was driving. Where is he? I'm sorry. There was no one but you. I must go back and find him. You are Richard's son, right? No, my father. Your dad and my parents. They were close friends. At least you found family here. Damn, I thought this place was just abandoned. A few families stayed. They had nowhere to go. Well, I owe you, but first I need to find my father. Ach so, und Helena, ich hatte ja vorher kein PC gehabt. Ich konnte nicht alles spielen, jetzt kann ich auch eigentlich jedes Game spielen. Ich habe jetzt auch einen Gaming-PC. I'll see what I can do. Take this. It is pretty handy here. I set a timer on your watch when you were out. Try not to be outside at night. I got it. Thank you for caring. Also jeder sagt uns, wir sollen auf jeden Fall nachts nicht draußen rumeiern. Hoffe ich. Muss auf jeden Fall gucken, noch was kurz einstellen. Gegen den Ducken umschalten. Dann umschalten. So, jetzt bitte. Ja. Achso, ja, du hast doch gesagt, du bist es nicht gewöhnt für dich, dass ich solche Spiele spiele. Aber ich hatte ja vorher auch kein Gaming-PC, ne? Deswegen hatte ich auch nicht so die Möglichkeiten, sag ich mal, solche Sachen zu spielen. Das sind meistens ja nur PC-Games, ne? Okay, Chrissy, schlaf gut, erhol dich schön. Ah, guck mal, man muss Bretter und sowas sammeln. Das
dass man sich wahrscheinlich verbarrikadiert, ne? Wenn man ja nachts nicht raus darf. Ich spring? Ich. Rausnehmen? Ne, ich hab doch jetzt auch so einen schönen Gaming-PC. Und das Spiel hat ja vorhin auch dieser Wag, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Er hatte mir das empfohlen. Ich hab mich jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich das nicht zocken kann. Hey, da läuft ein nackter Typ lang. Hey, nacktes Kerlchen. Warte auf mich. Willst du hin? Ich will dein Freund sein. Komm her. Kirche? Okay. Ich glaube, das Kirche ist tot. Wieso laufen die weg von mir, Mann? Kerlchen, bleib stehen. Man sieht deinen Pimmel. Zieh dir was an, du Schmutzfink. Einfach FSK 18 wegen dem Pimmel von dem Typen. Guck dir. Digga, Alter. Du alter Pimmel, du. Du alter. Okay, warte mal. Ach du! Aha, ich hab eine Karte. Kann ich auch Auto fahren oder muss ich laufen? Wir wissen alle, ich werde laufen müssen. Soll ich mal sagen, bisher fühle ich mich ziemlich safe mit meinem Nippel hier. Ich glaube, hier ist irgendwo so ein FKK-Stand oder sowas. Mann. Letzter nehme ich etwas safe mit, Mann. Irgendwie das dumme Gefühl, dass ich mich damit in irgendwelchen Häusern verbarrikadieren werden muss, weil immer nachts werden sicher andere Wesen. Adapter? Naja, deswegen hat er ja gesagt, das könnte mich interessieren, weil ich das so Silent Hill mag. Ich habe hier dieses eine Silent Hill, aber das stürzt ja mal ab, Mann. Das fuckt mich voll ab, Alter. Das Homecoming, das kommt eigentlich ziemlich cool. Sah auch für sein Alter gar nicht mal schlecht aus. Der nackte. Boah. Okay, die Viecher sind jetzt nicht so brutal oder so, ne? Aber die Soundkulisse ist schon sehr widerwärtig. Vor allem, wenn du es übersetzt hörst, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das hier nachts sicher richtig abgeht
Und dass nachts erstmal so richtig widerliche Viecher kommen. Ich habe eine Taschenlampe, das ist schon. Ist euch mal aufgefallen, dass diese Hotdog-Games die Pilze aus dem Boden schießen? Überlegt mal, wie viele Games Basic schon mit euch gezockt hat. Gerade am PC, ne? Wo ich denn das ganze Zeug? Und vor allen Dingen, wie speichere ich denn? Kann man nicht speichern? Stirbt man dann irgendwie? Ah. Oh, Bro, Alter. Man wird's kaum glauben, ich habe deinen Job übernommen. Dankeschön, Elena. Du auch, schlaf gut. Vielen lieben Dank. Erhol dich schön. Gute Nacht. Bro, ich habe deinen Job übernommen. Ich zock ein Horror-Game. Auf dem PC. Ich wurde gewarnt, dass ich mich nachts nicht draußen aufhalten soll. Ja, Digga, aber ich komme ja nirgendwo rein, Alter. Digga, ich scheiß mir gleich ein, Alter. Ich scheiß mir gleich ein hier, Alter. Digga, ist das dunkel, Mann. Das ist wie in Bosnien spazieren gehen, Alter. Vor die GTA-Map. Ey, kann ich mich nicht irgendwo verstecken, Alter? Also meine scheiß Batterie ist auch gleich leer von meiner Taschenlampe. Boah, Bro, Alter, wie kannst du solche Spiele spielen, Alter? Ehrlich nicht, Alter. Wie kannst du sowas spielen, Mann? Wenn ich jetzt zusehe, sehen die Spiele immer gar nicht so gruselig aus, Alter. Ich bin zurück in das Haus von dem Vater. Ich kann mich diesmal nicht im Keller verstecken irgendwie. Digga, wie kann ich denn Inventar? Angriff der nackten Perversen, Alter. Ist sicher, Alter. Hier gibt's Bong, Alter. Was haltet ihr euch eigentlich? Rausbleiben. Ich bin eingeladen hier, Alter. Guck mal, sein Pimmel an, Alter. Wie von so einem Schweinchen. Digga, ist hier FKK-Stadt oder was, Mann? Ey, du nacktes Arschloch, wo bist du hin? Oh!
Ekliger Typ, Alter. Ich hab keine Ahnung, Bro, man, das sind voll die Perverslinge, Alter. Vielleicht haben die irgendwelche perversen Sachen mit mir vor, Alter. Ich hab Angst, Mann. Boah, das sind voll viele auf einmal, Alter. Digga, du musst am Tag, ich glaub so, Holz suchen. Ah! Geh weg! Du musst so Holz suchen und dann musst du Dings hier mal die Fenster und die Türen verbarrikadieren. Trau mich jetzt aber nicht, weil immer wenn ich ins Menü gehe, kommt irgendein Perversling an und nervt mich, Alter. Wieder weg. Ja, diese ekelhaften Scheißviecher, Alter. Ich weiß nicht, Bro, man, das ist ein Story-Game auf jeden Fall irgendwie. Wie ist The Forest of Blood? Das ist so wie Silent Hill, Bro, man, Alter, mit Nebel und komischen Gestalten. Ich weiß ja nicht, ob sich das noch verändern wird, man. Du musst auf jeden Fall warten ab 8 Uhr oder so. Geht das hier los? Hast du da lieber Hauptsache Gefühle? Böse Triebe, Raid. Oder wir müssen hier gegen alle auf einmal kämpfen. Junge, ich scheiß mich hier voll ein, Alter. Ah, Bro, Alter, ich hab so lange kein Horror-Game mehr gezockt, Alter. Jetzt voll übel, Mann, diese Geräusche. Und dann diese komischen, nackten Leute, die mich da in dieses Haus, in meinem Haus verfolgen. Wie geht's euch, ihr lieben Stefan? Was geht ab, Alter? Danke für dein Raid, ihr lieben Raider. Wie geht's euch? Habt ihr einen schönen Stream gehabt? Oh, Bro, Alter, guck dir, kennst du das Spiel? Pine Harbor? Ich bin jetzt auch unter euch PCler gegangen. Ich kann auch solche Spiele spielen. Guck mal, Alter, ich werde von irgendwelchen nackten Waldmenschen angegriffen. Hört euch das mal an, wie ekelhaft, Alter. Geht mal über diese komischen nackten Leute, Alter. Ey, das ist eine nackte Olle. Hallo, Baby. Komm her, Feigling. Ey, Knackasche, Alter. Was geht ab? Tür zu. Geht die Tür zu. Bäh. Man kann die Türen verriegeln, aber ich schaff's das immer nicht rechtzeitig, bis die Viecher hier reinkommen, Alter. Alter, jetzt hab ich mich erwischt. Kann man die auch verriegeln?
Ach so, hier, ich muss so ein Brett finden. Oh, Digga, die kommen schon wieder, Alter. Ich muss warten, bis die Nacht rum ist. Junge, ich schaff's nicht, irgendwas zuzumachen, Alter. Warte mal. Wie funktioniert das denn? Was habe ich hier? Oh, kann an einer Werkbank auseinandergenommen werden. Holzbrett. Kann ich damit bauen? Entzündet Benzin für Maschinen und Fahrzeuge. Wichtiges Mittel zur Wundbehandlung. Erste Hilfe. Konservendose. Metallschrott. Aufgaben. Meine Aufgabe? Finde den Vater. Ich will hier. Nee, Mann, ich will hier nicht raus, Mann. Er kennt den Weg nach Hause, Mann. Er soll selber gucken, wie er nach Hause kommt. Er räumt die ganzen nackten Leute weg aus meiner Bude, Alter. Man die denn verriegeln, Alter? Ey, jetzt haben die irgendwie aufgehört zu nerven. Da kann man das Zeug lagern. Digga, als wir ein PC-Spiel, ne? Das geht nicht alles so. Ich zieh mich auch aus, dann verwirr ich die einfach. Das lasse ich im Menü. Zuvor der Hauptcharakter hat so einen richtig fetten Schwengel, Alter, dann werden die anderen voll eifersüchtig. Ey, ich glaube, dass der Baseballschläger aber nicht ewig hält. Ich glaube, der geht langsam kaputt, Alter. Ah, es wird langsam heller draußen. Dann hören die auch auf anzugreifen, glaube ich. Das heißt, wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Damit kann ich jetzt wahrscheinlich dann die Bude verriegeln hier, die Fenster und sowas. Ja, wenn ich Felsi bei diesen Horror-Games zuschaue, sieht immer voll easy aus. Ah, hier ist die Werkbank. Blaupausen. Brauche ich hier? Gibt es hier irgendwie eine Erklärung zu dem Spiel auch? Fensterbarrikade. Erlegen. Erstellen. Ah! Jetzt? Wartet. Nimm den Besen, dann verjag ich die so. Wartet. Jetzt kann ich wahrscheinlich diese kaputten Fenster. Ja, guck mal, wer bringt die nackten Typen hier raus, Mann? Benutzen. Aha! Noch mehr von der Scheiße? Kacke, Mann, das war's schon wieder. Alkohol.
Ich bin nur froh, dass ich. Ja. Eins von 15 Fenstern ist geschlossen worden. Ich höre doch schon wieder irgendein Perversling, Alter. Alter, wo ich meine Waffe gepackt? Junge, Alter. Alter, was bist du für einer? Rausbleiben! Geh weg, Mann! Der sieht schon ein bisschen kräftiger aus als die anderen. Alter, der ist auf jeden Fall schon stärker! Da habe ich keine Batterien mehr. Ja geil, ich muss die Batterien auch noch selber wechseln oder was, Alter. Nicht diese scheiß Türverriegel, Mann, dass nicht jeder gleich hier reinkommt. Wieder zur Werkbank zurück. Oh, der nächste Flachwichser sich. Dann Hütte, gib ihm die. Nein, warte mal. Ich muss mehr looten oder was, Mann? Scheiße. Warte, ich habe auch nicht herausgefunden, wie man abspeichert oder so. Geh doch da raus aus dem Menü, Alter! Ach, hier. Ein bisschen was findet zum Fenster verdienen. Digga, Alter, diese komischen nackten Leute hier, Mann. Ich hab voll Panik, Mann, Alter, weil immer wenn ich mich plötzlich umdrehe, ist irgend so ein nackter Typ hinter mir. Und haucht mir zärtlich in den Nacken, Alter. Die Töpfe, die kann ich auch auseinanderbauen, Alter. Jetzt die Lichter machen? Eventuell. Ah, jetzt geht's. Ich hab das Licht gefixt hier oder was? Ich hab das Rätsel gelöst, Alter. Oder wie kann ich denn hier Licht anmachen, Alter? Oh, wie viele kaputte Fenster hier sind. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Schon wieder was gehört hier, Alter. Irgend so ein Perversling, Mann, reingekommen. Wie ist denn The Forest? Ist das auch so ein Spiel oder was, Mann?
benutzen. Ey, da war irgendwas. Zack. Was hier? Ach so, um die Tücher aufzukriegen, da fehlt mir noch was. Guck mal, Mann, Alter. Wie willst du denn hier nur pennen, Alter? Wenn diese Perverslinge. Ist gleich wieder dunkel, Mann. Gleich kommen wieder die ganzen Perversen hier rein. Vor allem, am Anfang konnte ich dich noch voll im Keller einsperren. Hat sich einer gewünscht, dass du dich dehnst, beugst und streckst. Vielen Dank dafür. Herzinfarkt hier, Alter. War nicht schlecht. Dankeschön. Schwesterherz. Ja. Hey Bro, willst du nicht noch irgendwas streamen, Alter? Meinst du, wenn ich mich nackt hinlege, Alter, dann falle ich nicht auf? Ich zieh mich auch einfach nackt aus, dann lauf ich mit denen rum. Digga, gleich ist es wieder Nacht, Mann, und ich hab nichts zum machen, ey. Guck, die alle mit dem Licht, alle zum Licht einfach. Fenster. Digga, dass du auch überlegen musst, welches Fenster du jetzt verriegelst, ne? Und unsexy, Alter. I love you, man. I love you too. Ist hier noch irgendwas? Ich brauch Materialien, Alter. Ja, das geht. Ich wette, wetten wir, die nächste Nacht werden noch viel, viel mehr von diesen Viechern kommen. Ich denke mal so, die erste Nacht war so chillig. Okay, ich muss wahrscheinlich jetzt mich woanders umschauen. Weil da finde ich auf jeden Fall nichts mehr. Warte. Esse. Jetzt kann ich mir mehr Scheiße einsammeln.
Wahrscheinlich so wie diese Seven Days to Die. Kann ich mir gut vorstellen, dass es dann so Dings immer. Naja, ne? Im Licht sieht man seine kleine Nudlo-Wichser, Alter. Sorry. Schade, ich kann nicht klettern, Alter. Was für Geräusche einfach. Der Hip-Hop? Was? Winken? Shot. Ich weiß nicht, warum ich diese ganze Scheiße suche, Alter. Ich habe vorhin gar nicht alles mitgenommen, weil ich gedacht habe, wozu braucht man das ganze Zeug hier? Was ist das, Bro, Alter? Der Blickwinkel macht's. Ich dachte, wie winken macht's, Alter, was? Hau ab, Alter. Hau ab, Kollege! Ich hab im Ghetto gelernt, wie man sich prügelt und hatte. Der war wenigstens zivilisiert, Alter, weil er eine Hose anhatte, Mann. Ich war bei allen gleich wahrscheinlich wieder dunkel. Noch ganz schön ein paar Sachen greifen hier. Ich will wieder zurück verpissen, Alter. Schießpulver. Alter, sag bloß, man muss sich seine scheiß Munition auch selber herstellen. Die Waffen. Hätte mir vielleicht mal irgendwie so ein kurzes Video reinziehen sollen. Was, Scheine? Dass ich weiß, was auf mich zukommt, Mann. Ich sollte mich jetzt auf den Weg zurück machen, bevor es wieder dunkel wird. Ich habe Angst. Ich werde schon schätzen, Mann. Ich bin zu früh. Also ich sag mal, wie es ist. Mir geht die Muffe. Der Daddy hat ja wenigstens noch ein Auto gehabt, ne? Abnase hat gar nichts, ey. Scheiße, Mann, ich kann nichts mehr tragen, ey. Ey, da ist ein Auto. Ich nüchte, Alter.
die Pferde, die wir sich wieder sammeln, Alter. FKK Forest. Guck mal, siehst du? Die treiben sich schon wieder hier rum, die Wichser, Alter. Boah, und ich hab keine Ausdauer mehr. Überleg dir das gut, Kollege. Der Kanosa wird kaputt geschlagen, Alter. Digga, der lässt mir keine Ruhe, Mann, Alter. Ja, du scheiß Perversling, Alter. Na, Namda, hast du jetzt den Puller gesehen? Ah, es wird langsam dunkel, verdammte Scheiße, Mann. Perversen kommen gleich wieder. Ach, Bro, TikTok sperrt mich auch ohne sowas, Alter. Ey, Stefan, bist du noch da? Oder bist du schon abgehauen? Ich wurde schon wieder gesperrt bei TikTok wegen nix, Alter. Wegen nix. Aber wirklich wegen nix diesmal. Absolut wegen nix. Wegen nicht originalen Content und QR-Codes. Wird das mal einer erklären, Alter? Was QR-Codes? Gegen was habe ich da verstoßen? So, ich sag hallo, zack, gesperrt. Warte, mich kurz pinkeln. Ich denke mal erstmal, du musst den Vater finden, ne? Du hast deinen Vater besucht irgendwie? Was denn? Und dann hat er dich die erste Nacht in den Keller eingesperrt? Weil er gesagt hat, dass voll gefährlich ist und so? Dann hat er gesagt, den nächsten Tag wollte er dich dann halt wieder zurückfahren irgendwie. Und dann habt ihr den Unfall gehabt und zack, seitdem ist er verschwunden gewesen. Weil Licht dann machen. Und jetzt musst du halt deinen Vater wiederfinden. Der von diesem Perversling. Viereckiger Magnet. Scheiße, Mann, guck mal hier. Alter. Alter, eine Wumme. Ey, den Raum kann man sogar abschließen, Alter. Mann. Den hätte ich zumachen sollen, Alter. Nein, Alter. Da kann ich mich voll einsperren, Alter. Das Viecher wechseln. Nein. Scheiße, Mann, Alter. Da kann ich das woanders abmachen? Kann ich das von einem anderen Fenster wieder abmachen? Ist er, Alter. Aber egal, ich kann mich jetzt hier verbarrikadieren, glaube ich. Nee, geht gar nicht, Digga. Voll Fake Shit, Alter. Die einst blühende Stadt Pine Harbor wurde an jenem schicksalhaften Tag im Jahre 1980 für immer verändert, als ein katastrophaler Industrieunfall die Grundfesten der Stadt erschütterte. Der Vorfall, der nun in die Geschichte der Stadt eingegangen ist,
bitte nicht nur zur Aufgabe der Stadt, sondern forderte auch zahlreiche Menschenleben und hinterließ eine bleibende Narbe in der Stadt, exklusiv von Richard Teller. Mann, fuck it, Alter! Jetzt hör nicht mehr zu. Hallo? Egal, Alter. War schon mal. Ich war gefreut, Mensch, ich kann mich da einsperren. Falsch gedacht. Ah, oh, Mann. Ja. Muss ich anscheinend eine Glühbirne besorgen? Noch ein Schalter? Nope, hat das jetzt eben gekostet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geht nicht, Alter, ich kann nicht in den Keller, ich weiß nicht wieso, Mann. Als der Vater da war, konnte man noch in den Keller. Ich habe einen Teil der Minenkarte in der Bibliothek gefunden, aber sie zeigt nur unterirdische Schutzräume. Keine unteren Ebenen. Wir müssen diesen Bereich bald säubern. Wir müssen weiterarbeiten. Lasst euch nicht von Helen erwischen. Wer ist Helen, Alter? Jetzt geht's los, Alter. Verdammte Scheiße, Mann. Kann ich die Tür nicht zumachen hier? Wieso kannst du nicht schlafen, Mann? Halt, ich bin hier, der mit den Nackten kämpfen muss, Alter. Wieso kannst du nicht schlafen? Finde Vorräte für Kaya. Ah, oh, okay, das ist meine Aufgabe. Ich soll Vorräte für Kaya finden. Der Tote hat dir nicht die Hand geschüttelt. Der Tote. Achso, du hast deine Kusche, wie hast du mich überlesen gehabt. Na und, da werde ich von irgendwelchen Nackten angegriffen die ganze Zeit. Jeder hat so sein Päckchen zu schleppen, ne? Alter, scheiße, ich hatte noch Shot gehabt, Mann. Nein. Scheiße. Wieso kann ich denn diese verfickte Tür mit dem Magnet nicht so machen, Alter? Ich habe Angst. Kommen sie wieder. Gang der Perversen, Alter. Oh. Alter, du hast auch mal Begegnungen, ich sag's dir. Vertrinken, Alter. Werfen mich kriegen. Thank you.
Klatsch, 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 klatsch. Ey, hört ihr mich vielleicht? Hallo, hallo? Ihr Nackten? Perversen? Voll nicht, Mann, ich warte bis es Tag wird, Alter. Mann, die doch die Hasenpfoten. Wieso soll ich mich in Gefahr begeben, Alter? Hallo? Guck. Siehst du? Ich vermute, ich hab dich gesehen. Ich hab aus der Tür rausgeguckt, Alter. Guck, und? Guck, 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 guck. Guck, guck. Also, wenn du in so einem Haus voller nackter Perverslinge bist, dann sage ich jetzt mal auch Hasenpfote zu dir. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich glaube, die gehen nirgendwo hin, wo Licht ist, Alter. Ey, glaub mir, wenn es einen Schrank gäbe, wo ich mich verstecken könnte, dann würde ich mich schon längst verstecken, Alter. Jetzt haben die was kaputt gemacht, alles eure Schuld, Alter. Wäre ich aber hier drin geblieben, Alter. Guck mal, die haben Brett kaputt gemacht, Alter. Alles eure Schuld, Mann. Und wer muss das wieder reparieren? Ich. Nee, aber man muss sagen, solange Licht an ist, kommt weniger von denen irgendwie. Ey, die kommen echt nicht rein, wenn Licht an ist, ne? Steht das hier nicht? Nach der katastrophalen Explosion in der Chemiefabrik der Walchem-Kooperation ist Pine Harbor eine Geisterstadt, deren Straßen verlassen sind und als unbewohnbar gelten. wo war ich hier gewesen? Doch während die Stadt mit den fehlenden Folgen zu kämpfen hat, sieht sich die Walchem Corp in eine Kontroverse verwickelt und versucht, die Anschuldigung zu verleugnen und Reporter, die nach der Wahrheit suchen, zum Schweigen zu bringen. Exklusiv von Richard Teller. Nein, Mann, die hat gesagt, Nacht soll ich nicht raus, der Vater, Mann. Als ob ich da nachts rausgehe, Mann. Papa hat gesagt, ich darf nachts draußen nicht spielen gehen. Ja, man kann das Haus wieder voll sicher machen. Ich muss am Tag, guck mal, was für weiten Weg ich gehen muss, Mann. Ich habe voll wenig Taschenlampen, Alter. Ich muss den ganzen Weg dahin steppen, Alter. Ich brauche 5 Bandagen und ich brauche Benzin 10-mal. Weil es jetzt gleich heller wird, schnapp ich mir das ganze Zeugs.
das da Ollen zu bringen. Das hat schon fett was gebracht, ne? Das bisschen, was ich zugemacht habe. Und das Licht, dass das Licht an ist. Noch irgendwas, was ich überlegen kann? Ich verstehe nicht, warum ich nicht mehr in den Keller gehen kann. Ey. Split soll ich ihr bringen. Was ist das hier? Steht denn, was das für Sachen sind, Alter? Ich schwör's dir, das denke ich mir auch, Alter. Weil ich habe noch kein Dings gefunden, wie man abspeichern kann. Was soll ich hier bringen? Wir brauchen 5 Bandagen und Thema Benzin muss ich finden. Das muss ich dann die Mädel bringen. 100. Was für Bandagen will sie denn haben? Muss ich die erstmal herstellen oder was? Schießpulver, ach so, das für Munition ist denn. Maschinen und Fahrzeuge. Das ist hier. Was war denn das, was versucht ihr das herzustellen? So, nehme ich auch mal. So, ist hell, jetzt kann ich wieder raus. Bandage, was brauche ich denn für die Bandage? Kann ich mir das denn angucken, Mann? Würfel. Was brauche ich für die Bandage, Alter? Kann ich mir denn die Entwürfe angucken? Die Maus irgendwie anklicken? Ah, okay, Mann. Warte, das habe ich doch hier. Habe ich doch auch in meiner Kiste. Oder war das das Zeug? Nee, also Energie. Kann ich auch einfach herstellen.
Soll ich nur einen Split finden? Digga, Alter. Mit Maus, ne? Mit Maus, Klack, Alter. Geht das viel schneller, ey. Batterie. Nicht irgendwie safen oder so? Oder wenn man ist, wenn man tot ist, ist alles vorbei, Alter. Ja Leute, jetzt geht's wieder ab in die City, Alter. Shoppen gehen hier. Aufpassen, dass uns nicht ein paar Nackte über den Weg laufen. Digga, diese Scheiße, die hab ich ganz so verjagt, Alter. Ey, was soll der Scheiß, mein Freundchen? Ey, Glanzarsch, bleib stehen! Ich schmeiß einfach mit Kacke nach mir. Zu ihr, aber erstmal brauche ich noch ein bisschen Sprit, Alter. Ich will noch ein bisschen Sprit finden. Bandagen habe ich schon mal. Na nü. Ey, ist mein Menü schon wieder voll? Willst du mich verarschen, Mann? Ey, das ist Benzin. Alter, guck mal, siehst du, ich wusste, es kommen immer andere Gegner, Mann. Guck mal, wie fett der ist, Alter. Verpiss dich, Mann. Ja, verpiss dich, du ekliger, Alter. Guck mal, mit jedem Tag, Mann, kommen plötzlich andere Gestalten, die hier rumlaufen, Mann. Ja, ich muss unbedingt die Bude safe machen, ey. Boah, dieses Gesindel mich nachts da vergewaltigt, Alter. Kann ich mal, meinst du, die Sachen können da leer gehen, irgendwie, die man da hat? Ihre Sachen habe ich schon mal. Braucht der Sprit, Alter? Alter, der braucht wirklich Sprit, Bro, Alter. Echt? Man muss ihn zwischendurch ausmachen, Alter. Ab, Mann!
Also von Waffe. Knüch, Alter. Egal, ich habe jetzt für die Alte da das Zeug dabei. Wenn ich was herstellen kann, wenn nicht, bringe ich ihr ihren Scheiß jetzt hin. Ey, ich hab drauf gemacht. Nein, ich habe zu wenig Holz, Alter. Scheiße. Digga, zu zweit wäre das todeslustig, Alter. Ich schwör's dir mal. Schiffe, wir müssten da gegen diese Nacken kämpfen nachts, Alter. So. Fuck, jetzt muss ich schnell, ganz schnell zu dieser Ollen hinlaufen. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, wie man speichert oder ob man speichert oder ob das immer nur ein Versuch ist oder so, Alter. Weil da stand am Anfang gleich so Intro überspringen. Ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass man irgendwie nur ein Leben hat. Und dann irgendwie abkratzen, das war's, Alter. Nee, Mann, du wurdest direkt da reingeschmissen. Da gab's nicht allzu viel Erklärung, sag ich dir ganz ehrlich. Das hat angefangen, der Vater hat dich eingesperrt. Er hat gesagt, ey, du musst im Keller bleiben, ne? Hier geht voll was Komisches ab. Was hier zu suchen. Da kamen auch schon die nackten Alter und haben mich angegriffen. Ja, aber Bro, das ist auch Early Access, ne, muss man dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht, was das überhaupt noch, was da noch dazu kommt oder. Ja, wer weiß, vielleicht gibt das ja auch so einen Multiplayer-Modus oder was. Warte, wo ist sie denn? Die nette Dame. Die nette Dame. Aus oder was? Ah, okay. Did you bring them? Leave them on the doorstep. Hey, something happened to my father. I saw his notes about some kind of mines. Do you know where it is? Mr. Teller, mines? I left a mark on your map, but I have to go. I'm sorry. Dein Ernst, Alter? Ich hab jetzt die Option. Den Minen gehen. Das Ding ist eher,
jetzt langsam ins Bett gehen. Kann ich jetzt einfach raus oder muss ich in die Hütte gehen? Nee, sie hat ja Sachen an, Alter. Nachdem ich den Unfall hatte, hat die mich Dings hier irgendwie. Bin ich bei ihr aufgewacht. War voll die Ausnutzerin, Alter. Jetzt habe ich ihren Stoff gebracht da. Ich will jetzt noch ein paar Bretter, Alter. Dann gehe ich in die Hütte und dann mache ich das Game aus, dann raid ich noch irgendwen. Wenn noch irgendwer live ist, wenn nicht, dann gehe ich auf. Hey Bro, Dingski, Alter, Whitestar, der boxt sich voll durch, ne? Durch Dings, Mann. Der boxt sich ordentlich durch, Alter. Hab ich vorhin gesehen. Mal schnell gucken, dass ich noch ein bisschen Bretter noch finde. Barrikadieren. Ey, wieder keine Ausdauer, Mann. Junge, wenn er nicht läuft, ne, kriecht der, Alter. Er hat nicht mal so einen schnellen Gang drauf. Er kann entweder laufen, dass er die Puste ausgeht, oder er kriecht einfach. Unglaublich. Und dann noch voll die Miese. Geh jetzt da raus. Über ein Monster. Geh da raus. Ja, Bro, Alter. Schlaf gut, Mann. Erhol dich schön, Alter. Musst du morgen auch arbeiten oder so frei? Good night. Good fight. Westlinge, lass mich in Ruhe. Oh, ich glaube, sie sind überall im Schlaf nur. Ne? 12 bis 17. Boah, Bro, ich hoffe, dass du morgen wenigstens wirklich Feierabend hast. Lass dich auch langsam hinter, ne? Okay. Ah, scheiße, Mann. Jetzt habe ich die ganze Scheiße nicht dabei. Schlaf gut, Bro. Bis morgen, ja? Eine erholsame Nacht wünsche ich dir. Ich werde mal weiter gegen die Nacken kämpfen, bis ich ausmache.
ob ich jetzt gleich einfach nur ausmachen kann. Ich raid erstmal gleich noch irgendjemanden. Welches Fenster ist noch auf? Das Fenster haben die gemacht. Hier ist sowieso Licht angewiesen. Ah, du Pressling! Ekliger. Scheiße, das Fenster hätte ich auch noch gerne zugemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man speichert. Ach, der speichert automatisch. Okay, ich hab mal gucken, dass ich jetzt mal irgendwen raide. Wer ist denn noch wach, Alter? Was stimmt denn hier noch? Silber ist noch. Nö, ich bin mit den direkt fest fertig. Also das mit den Taschen. So, an alle, die noch wach sind, schlaf gut, Träumchen. Danke für den Stream. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen wieder, ein alter Fresher. Wir jetzt nach Hause, ja, gut. War ein lustiges Spiel auf jeden Fall. Lass ein bisschen Liebe dabei, der lieben Silver. Vorgehen. Oha, oha.